If I regret, I could have stopped long time ago. Da haben unsere Mitarbeiter immer die Möglichkeit dazu, wenn die zu uns kommen und sagen, hier, ich möchte mal eine Woche beim Abo sein und dann, was ist unser Gemüsezulieferer, dann machen wir das möglich. Oder ich möchte mal gucken, wie wächst denn eine Karotte und dann schicken wir die zum Bauern. Das passt dann schon. Also wir versuchen da schon, die Grunddinge da auch zu vermitteln. Sie lassen dich so sein, wie du bist, mit deiner lockeren, vielleicht auch entspannten Art oder vielleicht auch manchmal mit deiner witzigen Art. Die Gäste, die reinkommen, man empfiehlt ihnen die Sachen und die nehmen das alles so der Reihe weg nach. Das sind mir die allerliebsten. Aber es macht auch Spaß, sich mit den anderen Leuten auszutauschen, wo sie dann letztendlich doch so auf meine Empfehlung eingehen. Und wenn man dann nachfragt, war die beste Empfehlung ever. Ich kam hier rein, anfangs an. Ich bin der Peter, kannst du zu mir sagen. Das ist familiär für mich. Man sucht nicht die Probleme. Man sucht nicht irgendjemanden, der schuldig ist, sondern wir versuchen miteinander Lösungen zu finden. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es schon ein familiärer Umgang im Team ist. Natürlich, wenn jetzt gerade Service ist, sind alle konzentriert und dann muss es laufen. Aber zwischendrin und auch mal in der privaten Zeit machen wir sehr viel miteinander, quatschen und dementsprechend doch alles sehr familiär gehalten. Zumal, wie vorhin schon erwähnt, jeder so akzeptiert wird, wie er ist. Und ich denke, das macht irgendwo auch dieses Familiäre aus. Es ist ja vor allem auch so, dass wir auch den Mitarbeitern immer ermöglichen, auch freie Tage zu bekommen. Oder es wird alles halt fair behandelt, ne? Also wir sind halt irgendwelche Servicekräfte, sondern die gehören in die Hammermühle, ins Team. Und so werden sie halt auch behandelt. Grundsätzlich hatte ich eigentlich keine wirklichen Erwartungen. Nur, dass das Team funktioniert und dass ich keinen Arschlochchef habe, auf gut Deutsch gesagt. Der nicht wegen jeder Sache gleich explodiert, nur weil es ihm nicht in den Kram passt. So, weil das braucht man in der Küche nicht. Wenn Bettina und Peter sagen, dass man zur Familie gehört, dann ist das auch tatsächlich so. Zum Beispiel auch, wenn du sagst, du machst einen Fehler, ja, dann gibt es vielleicht mal kurz Knatsch, aber das ändert nichts an der Zusammengehörigkeit quasi, ja. Und an dem Schutz, den man quasi genießt, wenn man das so ausdrücken möchte. For sure, very sure, deep from my heart, they are very friendly. Okay. And that's make I'm free.